Diese Woche bei Quadriga. Die Stimmung kippt. Hat Merkel einen Plan B? Noch immer kommen täglich 3.000 bis 4.000 Flüchtlinge nach Deutschland. 60% der Deutschen glauben inzwischen, dass die Kanzlerin die Flüchtlingskrise nicht in den Griff bekommt. Nach den sexuellen Übergriffen von Köln wird der Ton schriller. Grenzen schließen und abschieben sind für viele das Gebot der Stunde. Wie lange kann die Kanzlerin diesem Druck noch standhalten? Hat sie überhaupt alternative Lösungen parat? Jetzt aus Berlin, Quadriga, der internationale Talk. Heute im Studio Tina Gerhäuser. Ein ganz herzliches Willkommen. Ist Angela Merkel von allen guten Geistern verlassen? Sie treibt jedenfalls die CSU in den Wahnsinn und die Union ins Umfragetief. Schlimmer aber noch, sie verliert das Vertrauen des Volks. Deutschland hat die Angst gepackt in dieser Flüchtlingskrise. Und da stellt sich die Frage, hat sie ein Rezept, die Kanzlerin? Hat sie einen Plan B, so wie in Österreich ja jetzt angekündigt hat, mit der Einführung von Obergrenzen? Wir wollen das alles besprechen mit drei Gästen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und herzlich willkommen an meine Gäste, Ulrike Herrmann, Redakteurin bei der taz. Sie sagt, irgendwann wird Merkel die Grenzen schließen, fragt sich nur noch wann. Willkommen auch an Alan Posener, deutsch-britischer Autor für die Zeitung Die Welt. Und er sagt, Merkel hat auch keinen Plan A, weder für die Euro-Krise noch für die Flüchtlingskrise noch für die Krise der etablierten Parteien in Deutschland und Europa. Und dann ist in unserer Runde noch Andreas Kluth. Herzlich willkommen. Amerikaner mit deutschen Wurzeln, der für den britischen Economist arbeitet. Er glaubt, Merkels Plan A ist gescheitert und Pläne B und C sehen schlecht aus. Deshalb läuft es auf Grenzschließungen und das Ende von Schengen hinaus. Ja, der Grundton ist, würde ich mal sagen, ziemlich pessimistisch in dieser Rolle, in dieser Runde. Gerade vielleicht auch gemessen an dem, wie sich die Kanzlerin so präsentiert, Ulrike Herrmann. Hat diese kontrollierte und mächtige Frau die Kontrolle verloren? Also ich würde sagen, nein. Ich glaube eigentlich, man muss mal ein bisschen diese Hysterie rausnehmen. Ich würde sagen, es ist ganz normal, was passiert. Also es gab es noch nie, dass in einem Jahr in Deutschland 1 Million Flüchtlinge angekommen sind. Das ist eine historisch völlig neue Situation. Und da ist es natürlich eigentlich normal, dass alle suchen. Also, dass die Politik sucht, was macht man jetzt genau? Und dass auch die Bevölkerung sich irgendwie wundert, ja, okay, was ist denn hier los? In was für einem Land leben wir? Aber ich finde, dass man es eigentlich andersrum sehen muss. Es ist erstaunlich, wie ruhig es in Deutschland noch bleibt. Nicht? Also es gibt zwar jetzt lebhafte Diskussionen über die Vorfälle in Köln, wo Frauen sexuell belästigt wurden in der Silvesternacht. Aber ich finde eigentlich, und das ist auch verständlich, dass man das diskutiert, dass die Stimmung eigentlich besser ist, als viele meinen. Wir gucken das uns später auch noch mal an, Alan Posener. Merkels Vorgänger Gerhard Schröder von der SPD hat am Wochenende gesagt, sie hat zwar viel Herz, Angela Merkel, aber keinen Plan. Spricht er Ihnen aus der Seele? Herr Schröder spricht mir nie aus der Seele. Er ist ein Agent des russischen Imperialismus und er kann mir nicht aus der Seele sprechen. Aber nur rein inhaltlich? Rein inhaltlich glaube ich auch nicht, dass Frau Merkel ein großes Herz hat. Insofern. Aber hat sie einen Plan? Das ist ja unsere Frage. Okay. Nein, sie sagt ja selbst in der Euro-Krise, wir fahren auf Sicht. Und Frau Simon hat ja auch gesagt, warum das so ist oder sein aus ihrer Sicht, aus Frau Merkels Sicht so sein muss. Aber leider kommen wir jetzt an den Punkt, wo sie auf sich gefahren ist und vor ihr ist eine Wand. Und wenn sie jetzt nicht auf die Bremse tritt, fährt sie dagegen. Also sie hat keinen Plan, sie hat auch keinen Fahrplan, keine Landkarte, nichts. Der Nebel nichtet sich und sie sieht, es geht nicht weiter. Sind Sie so einverstanden, Andreas Kluth? Ich habe auch noch eine Frage, die ich anschließen würde, denn in der Außenperspektive hat ja immerhin dieselbe Angela Merkel, die angeblich keinen Plan hat, vom Time Magazine den Titel Persönlichkeit des Jahres 2015 bekommen. Die Deutschen sehen sie jetzt in der Flüchtlingskrise sehr viel kritischer. Verstehen wir sie vielleicht einfach nur nicht? Also ich muss sagen, dass sie einen Plan hat, für den der Economist übrigens, da waren wir hinter ihr in diesem Plan, das ist ganz klar. Ihr Plan war Sicherung der Außengrenzen mit Hilfe der Türkei und solidarisches Zusammenarbeiten der EU, um das zu verteilen. Das ist ihr Plan, den hat sie gehabt. Und sie weiß auch selber schon, und ich glaube, sie war überrascht, dass sie in Europa so die kalte Schulter gesehen hat von den anderen Ländern,
der ist jetzt gescheitert. Das weiß sie schon. Jetzt ist es nur eine Frage, wie kommt sie zum Plan B? Denn aber Sie haben ja selber gesagt, sie hätte auch keinen guten Plan B. Ja, der Plan B ist etwas ganz Schreckliches, was alle, sogar Herr Seehofer privat zugeben müsste, nämlich die Schließung aller Grenzen und das de facto das Ende des Schengen-Raums. Also einer der zwei größten Errungenschaften der EU mit neben dem Euro. Beide Errungenschaften sind damit in Gefahr und das würde sehr große Konsequenzen mit sich. Es ist also eine sehr schlechte Option, aber darauf läuft es hinaus. Ich glaube, bei Frau Merkel ist es jetzt eine Frage ihrer eigenen Analyse, wie komme ich von A zu B? Und das ist jetzt eine Timing-Frage des Zeitplans. Sie darf jetzt noch nicht von ihrem Plan abgehen, denn sie muss zeigen, dass sie ihm eine Chance gibt, dass sie selber noch weiter daran arbeitet mit der Türkei und den anderen Ländern. Darauf läuft es viel alles eigentlich auf diesen Londoner Gipfel im Februar hinaus. Die Geberkonferenz. Genau. Und wenn sie dort noch mal sozusagen nach Hause geschickt wird ohne Erfolg, dann wird sie, ich nehme an, das muss dann sehr abrupt geschehen, vor den Wahlen im März hier in Deutschland die Grenzen schließen. Sehen Sie das auch so, Frau Herrmann, dass die Zeit Frau Merkel jetzt dazu zwingen wird, Grenzen zu schließen? Sie haben das ja angedeutet in Ihrem Eingangsstatement. Wann rechnen Sie damit? Ja, ich glaube, dass Herr Kulut recht hat, dass es jetzt noch mal so laufen wird, dass die weiteren großen Konferenzen in der EU abgewartet werden. Das ist ja nicht nur die Geberkonferenz in London. Es gibt auch noch mal eine große Konferenz in Brüssel mit allen EU-Staaten. Es soll auch noch mal Verhandlungen mit der Türkei geben. Und es wäre natürlich Quatsch, vor diesen Konferenzen schon die Grenzen zu schließen. Dann würde man ja klar sagen, ja, wir glauben sowieso nicht, dass man bei diesen Verhandlungen noch was wird. Sondern wenn, dann kann das Merkel erst nach diesen Verhandlungen machen. Und die Frage ist natürlich, ob sie es dann macht bis zum 10. März, wenn hier in Deutschland gewählt wird. Also, weil in den drei großen Ländern, wo es entscheidend ist, ob sie, wie die CDU da abschneidet. Die Frage ist aber doch auch, ob die Deutschen das so lange mitmachen. Sie haben ja schon die Ereignisse in Köln, die Silvesternacht und auch in anderen Großstädten angesprochen. Weil die Verunsicherung, die ist ja für alle spürbar, auch wenn Sie sagen, es könnte noch schlimmer sein. Ja, also, aber da gibt es ja ein Dilemma. Also auf der einen Seite ist es so, dass viele Deutsche, nicht alle, aber viele, sich inzwischen mehr wünschen, dass man die Grenzen irgendwie schließt. Das Problem ist ja nur, es ist fast unmöglich, die Grenzen zu schließen. Die Deutschen stellen sich das ja so leicht vor. So nach dem Motto, ja, dann bauen wir ganz viele Grenzsoldaten irgendwie zwischen Deutschland und Österreich auf und dann kommt schon keiner. Das fängt schon damit an, dass das Personal fehlt, um diese Grenzen tatsächlich zu kontrollieren. Ich meine, man kann vielleicht, und selbst dafür reicht das Personal nicht, an den Grenzstellen, also da, wo tatsächlich Straßen sind, Leute aufbauen. Aber jeder weiß doch, dass es grüne Grenzen gibt, dann geht man eben durch den Wald. Wie will man denn das verhindern? Ja, und das andere Problem, das ist genauso wichtig, und das macht ja die Wirtschaft schon ganz nervös. Wenn man jetzt anfängt, an den Grenzen überall Kontrollposten aufzubauen, dann staut sich sofort der gesamte Lastwagenverkehr rückwärts über Kilometer und Kilometer und Kilometer. Die deutsche Industrie hat aber die Lager abgeschafft. Das ist alles Demand on Time. Das heißt, die Lager sozusagen der gesamten deutschen Produktionsstätten sind die Lastwagen auf der Straße, die eigentlich immer pünktlich in den Fabriktoren ankommen müssen. Wenn die jetzt aber an der Grenze stehen, kilometerweit, und nicht mehr reinkommen ins Land, dann bricht hier die Produktion zusammen. Das ist also diese Vorstellung, man kann einfach mal kurz die Grenzen schließen, ist an sich absurd. Und das ist eben das Problem. Sie nennen das ja auch Dilemma. Genau. Wo ist das entstanden? Auf welcher Strecke? Zwischen welchem Moment, dass wir schaffen das und diesem Gefühl von, wir schaffen das jetzt nicht mehr, bitte zumachen. Wo ist das entstanden? Weil das nicht passiert ist, was Herr Kluth als Plan A von Frau Merkel beschrieben hat. Sie dachte, die anderen Europäer wären solidarisch, würden also einen Teil der Flüchtlinge nehmen. Und sie dachte auch, man könnte sich leichter mit der Türkei einigen. So, dann wären ja nicht mehr so viele Flüchtlinge gekommen und ein Teil der Flüchtlinge wäre in die anderen Länder weitergereicht worden und alles wäre schön gewesen. So, aber welche Rolle spielt bei all dem auch die Verunsicherung, auch der Druck, der dann vielleicht auch aus dem Volk auf die Politik wirkt, die Kölner Silvesternacht, Alan Posener? Ja, das war natürlich schon eine Wende. Weil, ich meine, bis dahin konnte man sozusagen als liberaler, aufgeklärter Mensch sagen, man hörte doch immer wieder von Frauen werden belästigt, ich gehe als Frau ungern auf dem Bürgersteig, wenn mir drei dunkelhäutige junge Männer entgegenkommen, dann konnte man sagen, ja, das ist ja alles okay, aber übertreib's mal nicht und Vorurteile und so weiter. Aber wenn, wie wir jetzt wissen, in Nordrhein-Westfalen allein wahrscheinlich über 1000 Vorfälle waren, wo Frauen begrapscht wurden, beraubt und so weiter, dann
ja, dann war irgendwie so ein Punkt erreicht, wo einem die Argumente einfach fehlen, wo man, wo einfach ein elementares zivilisatorisches eine zivilisatorische Grenze überschritten wurde. Aber ich finde, man muss auch mal aufpassen. Also ich meine, wir haben jetzt hier 1 Million Flüchtlinge. Die meisten aus Syrien, aus einem Kriegsgebiet, wo in absolut verzweifelt. Und die allermeisten Flüchtlinge würden niemals auf die Idee kommen, eine Frau anzugreifen oder anzugrapschen. Das heißt, das ist Populismus. Und das muss einem ganz klar sein. Es ist Populismus, aus dem Einzelfall Köln oder aus den wenigen Tätern, die es da gab, hochzurechnen auf eine ganze Gruppe von Flüchtlingen. Das muss man unbedingt verhindern. Ja, aber Sie können es ja noch so sehr sagen. Und ja, ich habe selbst Artikel darüber geschrieben. Der Punkt ist, dieser Populismus kommt seit dieser Nacht an. Richtig. Und das, okay, das ist eine Wirklichkeit, sagen, das ist eine Wahrnehmung. Da können unser einer nichts dagegen machen. Es ist eben ein Ereignis, was es das zur Wende macht, das kommen musste. Ich dachte, ich habe eigentlich befürchtet, erwartet, dass es Terrorismus sein wird. Es war jetzt sozusagen noch genauso primal, letztendlich also eine sexuelle, unsere Frauen von den anderen Männern, das wirkt sehr tief. Und dadurch, und eventuell kommen noch andere Sachen, zum Beispiel Terrorismus, dazu. Und das Erste, was nach solchen Momenten passiert, das war auch in Amerika nach September 11th so, ist, dass die Nuancierung der vielen, die in der Mitte die Komplexität sehen und erhalten wollen in den Gesprächen, diese Nuancierung wird schwer aufrechtzuerhalten, weil auf Twitter und bei Dinnerpartys, also überall, von die Außenseiten so gestärkt sind und aufeinander zugehen, dass es einfach lauter wird, sodass das Gesprächsklima sich verändert. In so einer Atmosphäre ist Frau Merkel jetzt angekommen und steuert auf diese 3 Wahlen zu. Und das ist, glaube ich, die große Wendung. Und wir wollen uns genau diese Atmosphäre auch anschauen. Es ist zum Teil extrem, es ist schrill, was jetzt aus Deutschland nach außen dringt, worüber sich die Leute unterhalten, was sie aber auch tun. Und man muss sich dabei vor Augen halten, dass manche Forscher das sogar schon als die Rückkehr der German Angst beschreiben. September 2015. Ganz Deutschland ist berauscht von der eigenen Herzlichkeit. 4 Monate später, nach den Übergriffen von Köln, ist die Stimmung gekippt. Die letzten Jahre waren es vielleicht 150 bis 200 Pfeffersprays im ganzen Jahr, die wir verkauft haben. Heute kommen wir keinen Tag unter 100. In immer mehr Städten gründen sich Bürgerwehren. Jeder Flüchtling wird plötzlich zum Verdächtigen. Kommunalpolitiker lassen männliche Flüchtlinge nicht mehr ins Schwimmbad, weil Frauen belästigt worden seien. Das Volk applaudiert. Wenn sie sich nicht benehmen, müssen sie raus. Feierabend. Ein Karnevalszug wird abgesagt, nicht wegen Terrorgefahr, sondern weil eine Flüchtlingsunterkunft auf der Wegstrecke liegt. Und ein Landrat aus Bayern schickt Syrer 555 Kilometer im Bus nach Berlin. Die Kanzlerin persönlich möge ihnen Wohnungen besorgen, die er nicht habe. Steht Deutschland am Rand eines Nervenzusammenbruchs? Ich gebe die Frage gleich mal weiter an denjenigen, der das vielleicht am besten von außen betrachten kann. Andreas Kluth, sind wir hysterisch? Die Deutschen haben so ein bisschen, standen schon immer am Ruf von außen, das in sich zu haben. Man könnte so ein paar Weimar-ähnliche Symptome erkennen, wenn man wollte, dass jetzt in manchen Städten, so wie in Leipzig, Linke auf Rechte brutal zugehen oder dass zum Beispiel Begriffe wie Lügenpresse jetzt so wieder aufgenommen werden. Das war auch in der Weimarer Republik schon sehr beliebt, dieses Wort, so dass die Presse zum Beispiel als weitere Institution unter Druck kommt in dieser neuen Stimmung. Eine gewisse Hysterie ist schon da. Ich glaube schon, dass die Deutschen sich besser aufregen können als andere, weil ihnen oft die Ironie und der Humor fehlt. In den angelsächsischen Ländern würde man Hysterie damit entschärfen. Das fehlt leider hier im öffentlichen Leben. Allerdings habe ich auch gleichzeitig viel mehr Vertrauen in die Deutschen und in Deutschland, dass es eben auf keinen Fall wieder eine Weimarer Republik wird. Denn eigentlich ist das Vertrauen in die Regierung vor allem, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, doch sehr stark. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl der Bevölkerung hysterisch ist. Ich glaube nur, man kann sie im Moment nicht hören. Aber 56% sagen ja jetzt schon, und das sind 7 Prozentpunkte mehr als noch im Dezember, die Merkel macht das nicht, Frau Herrmann.
Ist das, wir schaffen das, der Kanzlerin, dieses Mantra, dieses Credo, hat das dazu beigetragen, dass eigentlich alles zu vage geblieben ist? Also ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem ist, dass die Regierung sich permanent streitet. Also es gibt permanente Unruhe zwischen der CSU und der CDU, also zwischen innerhalb einer Partei. Und dann gibt es natürlich noch leichte Scharmützel mit der SPD, aber dass die eigene Partei Merkel so stark angreift, das schwächt natürlich die gesamte Regierung. Und ich meine, inzwischen gibt es ja auch schon CDU-Politiker, nämlich die, die im Wahlkampf sind, beispielsweise die Spitzenkandidatin der CDU in Rheinland-Pfalz, die sagen ja explizit an ihre eigenen Parteigenossen von der CDU, sie sollten mal zwischendurch die Klappe halten. Und das wäre eine wirklich gute Idee. Also wenn, nein, ganz im Ernst, also wenn die CDU mal und vor allen Dingen die CSU zwischendurch mal die Klappe halten würde und einfach mal regieren, wie sehen Sie das, Herr Posener? Also, dass Politiker die Klappe halten, das ist natürlich Quatsch. Die werden ja für bezahlt, zu reden. Also, das ist das, was sie können. That's what they do. Sie sollen regieren, nicht reden. Gleichzeitig würde ich aber ganz gerne über die Frage der deutschen Angst reden, weil ich meine, also ohne Ihnen zu nahe zu treten, aber ein Land wie in Amerika, wo Donald Trump beinahe Präsidentschaftskandidat der Vereinigten Staaten, der Republikaner in den Vereinigten Staaten wird, muss uns sozusagen nicht sagen, dass wir hysterisch sind. Und ich hatte vor kurzem eine Unterredung mit der für Einwanderung zuständigen Beamtin im Außenministerium. Und sie lobte ihr Einwanderungsprogramm für syrische Flüchtlinge und so weiter und wie man das so alles so macht. Aber leider sei das vom Kongress gerade gekippt worden. Und ich sagte, um wie viele Leute geht es? Um 70.000 im Jahr. 70.000, also ein Zehntel von dem, was Deutschland aufnimmt. Und selbst das wird vom Kongress gekippt. Aufgrund der Stimmung im Land, denn in Amerika sind auch, glaube ich, 60% inzwischen dagegen, Syrer aufzunehmen. Also insofern stehen wir Deutschen trotzdem, was wir da gesehen haben, ja noch ganz gut da, trotz unserer Neigung zu Hysterie. Ja, die Neigung zur Hysterie und auch immer lauter werdende Forderungen von den eigenen Reihen an Angela Merkel, jetzt endlich mal was zu unternehmen. Ist das Führungsschwäche? Ja, klar ist das Führungsschwäche. Ich meine, Angela Merkels Politik besteht und bestand darin, jeden, der sich ihr entgegengestellt hat innerhalb der Partei, rauszubolzen. Das ist nicht Führungsstärke, wie es bei einer Margaret Thatcher gehabt hat, die ihre Gegner ins Kabinett geholt hat, sondern das ist die Kohlsche Methode, faktisch Leute runterzuholen. Und am Ende steht sie dann natürlich allein da mit einer Meute von bellenden Hunden, von denen keiner Führungsqualitäten hat. Ja, sozusagen die ihr an den Fersen hängt. Wir hätten da mal so eine Probe, also von den Kommentaren und von den Forderungen, die inzwischen eintreffen, von Seiten sogar der SPD-Spitze, aber auch natürlich aus den Reihen der CSU. Es ist eins klar, Deutschland wird nicht in diesem Jahr noch mal 1 Million Flüchtlinge aufnehmen können. Und zwar deshalb nicht, weil wir gar nicht mehr die Kraft haben, sie zu integrieren. Wenn es um die Euro-Rettung geht, entscheidet der Bundestag. Ab ob 1 Million Menschen oder mehr nach Deutschland kommen, findet de facto nicht durch Gesetz statt. Wir haben offene Grenzen. Dazu braucht es endlich eine demokratische Legitimation im Bundestag. Es kann nicht sein, dass ein Land wie Main, Schleswig-Holstein, mehr Flüchtlinge aufnimmt als ganz Frankreich. Wir kämpfen gegenüber der Bundeskanzlerin, dass es zu einer Wende kommt mit dem Inhalt Begrenzung der Zuwanderung. So, da sind wir. Begrenzung der Zuwanderung, am liebsten eine Obergrenze, am allerliebsten 200.000 Asylbewerber pro Jahr und bitte nicht mehr. So stellt sich das vor allen Dingen die CSU auch vor. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, Frau Herrmann, wie realistisch das wäre, solche Obergrenzen möglicherweise einzuführen und die Grenzen zu schließen. Sie sagen ja, das ist ein Dilemma, das bedeutet noch ganz viel anderes und auch sehr negative wirtschaftliche Konsequenzen. Warum ist das trotzdem jetzt für alle die einzige Lösung? Ja, weil ich meine, was man sicher sagen kann, ist, dass wenn weiterhin jedes Jahr 1 Million Flüchtlinge kommen, und danach sieht es im Augenblick aus, es für Deutschland natürlich auf Dauer schwierig wird, die alle zu integrieren. Also um das ganz deutlich zu sagen, Deutschland hat kein wirtschaftliches Problem, die Flüchtlinge aufzunehmen. Das können wir mühelos finanzieren. Aber es geht ja auch um die reine Integration, also das Soziale, das Kulturelle und so weiter. Die Leute müssen ja auch die Möglichkeit haben, in Deutschland anzukommen, Deutsche kennenzulernen, rauszukommen aus diesen Aufnahmeeinrichtungen. Da müssen Wohnungen gebaut werden und das dauert ja alles. Das heißt, es ist schwierig, jedes Jahr 1 Million
zu integrieren. Und wo wäre so Ihre Grenze? Ja, ich glaube, dass das, was realistischerweise möglich wäre, jedes Jahr wären 400.000 bis 500.000, aber eben nicht eine Million. Wenn man jetzt die Grenzen nicht unter Kontrolle hat, ist aber klar, dass eine Million kommen werden und wahrscheinlich auch noch mehr. Das kann sogar noch steigen. Denn es ist ja nicht so, dass der Krieg in Syrien vorbei wäre, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt stellen alle Syrer fest, und das sind 22 Millionen, dass dieser Krieg noch Jahrzehnte dauern kann. Vielleicht nicht, vielleicht ja. Am Anfang waren die ja noch alle in den Lagern in Libanon und in Jordanien, weil sie dachten, sie könnten in 6 Monaten zurück nach Hause. Ja, davon ist ja nun jeder Syrer geheilt, in Anführungsstrichen, von dieser Idee, dass das schnell zu Ende geht. Also suchen die natürlich nach Möglichkeiten zu überleben. Jetzt sagen Sie, 400.000 im Jahr könnte Deutschland stemmen. Das wäre dann ungefähr die Zahl, die Österreich jetzt in seinen Verhältnissen stemmt, nämlich 37.500 2016. Alan Posener, ist im Prinzip das vielleicht alles doch viel mehr in Merkels Interesse, was gerade passiert, als wir uns das vorstellen können? Ja, klar. Ich meine, es ist ja kein Zufall. Sie reiste nach Kreuth, um sich von der CSU abstrafen zu lassen. Ihr eigener Bundespräsident, also Herr Gauck, hat sie in Davos kritisiert und gesagt, wir brauchen eine Begrenzung. An dem Tag erklärt Österreich, wir machen die Grenze dicht und dieses Jahr nur, wie Sie sagten, unter 40.000 und nächstes Jahr vielleicht nur 30.000. Am Abend desselben Tages macht Mazedonien die Grenze zu Griechenland dicht. Ich meine, wer da an einen Zufall... An was glauben Sie denn, wenn nicht an den Zufall? Ich glaube an Merkels Handy. Die Absprache mit Herrn Faymann? Ja, absolut. Sie hat ja vor der Grenzöffnung mit ihm gesprochen und sie wird ihm gesagt haben, helfen Sie mir. Und das ist genau die österreichische Grenze dann zu Bayern, ja, die virulente ist. Und plötzlich kommen weniger Leute in Passau an, weil sie schon an der Grenze zu Slowenien abgehalten werden. Und wie gesagt, kommen noch weniger Leute aus Griechenland, weil Mazedonien die Grenze zugemacht hat. Und Bulgarien hat das schon. Das heißt, Frau Merkel ist fein raus. Ich muss schon sagen, Chapeau. Also doch ein Plan B. Wie die meisten Männer habe ich sie wieder einmal unterschätzt. Das muss ich zugeben. Ja, aber das ist kein Plan B. Das funktioniert jetzt eine Woche oder zwei. Weil natürlich jetzt alle Schlepper und Flüchtlinge verwirrt sind, dass Grenzen, die eben noch offen waren, jetzt zu sind. Und dann werden sie sich neue Routen überlegen. Wie gesagt, die grünen Grenzen sind endlos in Europa. Die kommen dann nicht mehr über die Straßen, die kommen dann durch die Wälder. Oder die Alternative wäre, aber das wäre auch nicht schön, dass sich dann die ganzen Flüchtlinge in Griechenland stauen. Das kann man auch noch so, am Anfang kann man noch sagen, ist mir doch egal, ob 30.000 Leute auf Lesbos sitzen. Wenn das aber mehr werden und da wird ein enormer Druck entstehen, dann geht wieder die Diskussion los, dass es unmenschlich sei und es wäre unmenschlich, das wären grauenvolle Bilder, dass die Leute dann praktisch in Internierungslagern auf Lesbos oder sonst wo sitzen. Denn ich meine, so genau ist das doch überhaupt alles entstanden. Die Flüchtlinge waren bis Budapest gekommen. Im September. Dann ging es nicht weiter. Sie saßen in Budapest fest. Und die Bilder waren so furchtbar. Und dann kam noch das kleine Kind, das ertrunken worden ist, Aydan. Und dann haben die Europäer gesagt, das können wir gar nicht verantworten. Dieses grauenvolle Elend, wir sind ein Wertekontinent, können wir nicht zulassen. Wir drehen uns im Kreis, Andreas Kluth. Ja, genau. Also da gerade Kreuth, also der Besuch bei der CSU in Kreuth auf den Tisch kam, der interessanteste Spruch dort kam für mich von Wolfgang Schäuble. Denn, wie gesagt, wie ich ganz am Anfang gesagt hatte, ich glaube, Frau Merkels Sicht läuft alles darauf hinaus, zu diesen Gipfeln im Februar zu kommen, wo sie zum letzten Mal versucht, Europa und die Türkei zu ihrem Plan zu bewegen, um dann sagen zu können, jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich die Grenzen schließen. Bis dahin hat sie aber noch einen Trumpf oder einen Hebel in der Tasche. Und das hat eben Wolfgang Schäuble in Kreuth so rausfallen lassen. Sie selber kann das nicht machen, als er nämlich so angedroht hat oder gesagt hat, dass eine Grenzschließung wäre ja dann kein deutsches, sondern ein europäisches Problem. Und dann damit droht er nämlich, weil, wie Frau Herrmann am Anfang gesagt hat, diese unheimlichen wirtschaftlichen und anderen Folgen, die für alle europäischen Länder entstehen würden, wenn Deutschland die Grenzen schließen würde, damit macht die Regierung eben indirekt jetzt Druck auf die Partnerländer, um zum letzten Mal einen Hebel zu haben in diesen Gipfeln bei den Verhandlungen. Für mich war das der springende Punkt. Da will sie hinkommen, um dann sagen zu können, mein Fehler war es ja nicht. Und ist das dann wieder, das ist immer alles auch nicht so nett formuliert für die Deutschen, so eine Art Imperialismus, diesmal nicht moralisch, sondern faktisch?
Überhaupt nicht. Das ist einfach gute Taktik. Also, ja, aber es gibt doch ein Problem. Also in Deutschland wird jetzt der Eindruck erzeugt von der CSU und auch von der CDU, wir können die Grenzen schließen. Wir schaffen das. In dem Sinne, wir können die Flüchtlinge abhalten. Das wird nicht gelingen. Was passiert in Deutschland, wenn die Leute feststellen, die CSU hat versprochen, die Flüchtlinge bleiben weg. Merkel hat versprochen, nach März, wir schließen die Grenzen. Und dann kommen trotzdem Hunderttausende von Flüchtlingen. Dann haben wir eine wirkliche politische Krise, weil dann stellen die Leute ja fest, okay, Merkel hat ihre eigenen Grenzen nicht unter Kontrolle. Und dann fängt der Populismus erst richtig an. Und Was ist die Lösung dafür? Ist die Lösung, die Grenzen erst gar nicht zu schließen und was anderes zu praktizieren, also mehr Geld in Integration zu stecken? Ich weiß es nicht, also sonst würde ich anders fragen auch. Oder ist die Lösung zu sagen, wir machen jetzt erstmal dicht, wir haben dann ein bisschen mehr Ruhe im Kessel und dann? Ja, genau, aber diese Ruhe wären 2 Monate. Und danach wäre Merkel und die CSU werden für alle Zeiten demaskiert. Das heißt, und das weiß Merkel, dass wenn man verspricht, die Grenzen zu schließen und dann bleiben sie offen, dass das der Super-GAU ist für sie. Deswegen war der Versuch, und ich glaube, der wird weitergehen, letztlich die Türkei zu kaufen. Also der einzige Weg, die Flüchtlinge von dem abzuhalten, nach Europa zu kommen, ist die Türkei zu animieren, ihre Grenzen Richtung Europa zu schließen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das erste wäre, Visapflicht einzuführen für Marokko und Algerien. Dann könnten die Leute gar nicht mehr nach Istanbul fliegen für 60 Euro, um dann sich in ein Schlauchboot zu setzen. Das wird kommen. Dann wird man natürlich versuchen, die Türkei finanziell zu unterstützen, damit die Flüchtlinge dort bleiben. Das ist der einzige Weg, der real eine Chance ist. Also jetzt ist auf das Merkels, hier Konsens? Also zynisch gesprochen, für Merkel da Erfolg zu haben. Ja, also gibt es ja 2 Möglichkeiten. Und ich glaube, das wissen wir alle nicht. Wenn die Grenzen alle geschlossen würden, dann wäre Schengen, dann wäre das für die Europäische Union schon mal ein Desaster. Dann ist die Frage, würden die Flüchtlinge aufhören zu kommen? Nee. Oder würden sie weiterkommen? Frau Herrmann, Sie meinen, sie würden auf jeden Fall weiterkommen. Das ist möglich. Denn es gibt Leute, die sagen, die suchen sich immer wieder neue Routen. Im Moment ist Finnland, Norwegen sogar im Spiel. Aber es ist auch eben möglich, dass die Flüchtlinge selber verstehen, es hilft nicht mehr, wir kommen eben nicht. Das heißt, das wissen wir noch nicht. Wenn es so ist, dass die Grenzen geschlossen werden und die Flüchtlinge kommen wirklich weiter, dann ist das natürlich der Albtraum von ganz Europa. Dann würde die Bevölkerung in verschiedenen Ländern, nicht nur in Deutschland, auch Vertrauen in die Regierung verlieren. Dann hilft Frau Merkel persönlich nur noch, dass es für sie überhaupt keine Alternative gibt. Denn alle anderen würden genau in derselben Situation dasselbe machen. Nur dann wäre wirklich, das wäre sozusagen die Dystopie. Dann wäre alles gleichzeitig kaputt, also Europa und die Flüchtlingskrise. Herr Posener, kann man die Grenzen so sichern, dass sich das Problem mehr als 2 Monate lang eindämmen lässt? Ja klar, wir in Deutschland haben ja zumal im Osten gute Erfahrungen in Anführungszeichen mit Grenzbauern. Also es ist ja nun wirklich kein Problem für ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland, die Grenze dicht zu machen. Die Idee, dass man keinen Stacheldraht ziehen kann. Also ich meine, das konnte man 61, das kann man auch jetzt. Ja, wir wollen das nicht, weil es eine Katastrophe wird. Machbar ist es. Und bevor es die Sozialdemokraten machen, werden es die CDU machen oder bevor es die AfD machen. Also es wird gemacht werden. Das heißt, alle lassen sich von denen, die noch weiter rechts sind, durchs Dorf treiben. Ja, das ist halt so in einer Demokratie, dass Dinge passieren, die einem nicht gefallen. Aber das ist nun mal das Wesen der Demokratie, dass man auf Volksstimme auch hören muss. Und eine Regierung hat zu handeln. Im Übrigen glaube ich, dass man das nicht so pessimistisch... Der Zeitgewinn ist ganz wichtig. Wir müssen gucken, was zum Beispiel die Amerikaner machen. Die machen mehr zurzeit, um Europa zu retten, als wir wissen. Sie haben zum Beispiel mit den Türken und den Jordaniern ausgehandelt, dass die Flüchtlinge dort sind, arbeiten dürfen, was bisher nicht der Fall war. Das ist ein großer Anreiz, dort zu bleiben. Da hätten wir drauf kommen können, statt den Türken einfach Geld zu... Sagt Steinmeier auch im Zusammenhang mit, also der Bundesaußenminister, mit Jordanien, dass man da auch dann gucken muss, dass Produkte, die gegebenenfalls von Flüchtlingen, die dort aufgenommen werden, dann aber auch von der EU abgenommen werden. Ja, auch, die Vorschläge gibt es auch, aber die sind nicht so prominent. Also, Aber die sind ganz wichtig. Und schauen wir auch, was Großbritannien und die USA machen, wenn auch das USA-Programm mit 70.000 Flüchtlingen im Jahr klein ist. Es sind aber 70.000. Sie werden direkt von den Lagern dort genommen. Sie werden vorher gescreent vom Homeland Security. Das heißt, kein Terrorrisiko. Ähnlich macht es Großbritannien. Das könnten wir auch so ein Programm auflegen. Wir sagen, ihr habt eine größere Chance, nach Deutschland zu kommen, wenn ihr euch, sagen wir, in Südtürkei meldet.
oder im Libanon, als wenn ihr diesen Weg über all diese Zäune macht. Brauchen wir dafür ein Einwanderungsgesetz? Na, also Asyl ist nicht das Gleiche wie Einwanderung. Das brauchen wir außerdem. Wir brauchen auf jeden Fall ein Einwanderungsgesetz. Deutschland ist, glaube ich, das einzige große westliche Land, das keins hat. Das ist aber, hat eigentlich gar nichts mit der Asylfrage zu tun. Denn rechtlich sind die zwei verschieden. Also, aber es ist ja Teil des Problems. Jetzt gibt es ja so Sprachspiele mit Zuwanderung, nicht Einwanderung. Ja. Aber man muss das kohärent zusammenfassen, wie man nach Deutschland einwandern kann, auch aus dem Westbalkan. Legal, nicht illegal. Es hat aber mit der Asylfrage nichts zu tun, denn im Moment ist das ja, geht das ja alles durch Asylrecht. Also auch die Vereinten Nationen und europäisches Recht sind da im Spiel. Die werden weiterhin getrennt bleiben müssen, denn Schutz ist ja immer was anderes als Einwanderung. Und dieser Schutz, der da in der Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch eben im EU-Recht und auch sogar im deutschen Recht ja verankert ist, der darf ja eigentlich gar nicht angetastet werden. Es muss ja individuell möglich sein und man kann auch nicht individuell begrenzen. Frau Herrmann, kommen wir da noch in Konflikt mit dieser Obergrenze, so sie denn jetzt irgendwann auch in Deutschland kommen sollte wie in Österreich? Ja, natürlich ist das alles unglaublich zynisch, worüber wir hier diskutieren. Weil es ist ja ganz klar, die Menschen, die nach Deutschland wollen, die Syrer, sind in existenzieller Not. Gleichzeitig ist es so, dass man nicht alle gleichzeitig aufnehmen kann. Das ist sozusagen das realpolitische Dilemma, in dem alle stecken. Man hat natürlich bisher versucht, den Zustrom dadurch zu begrenzen, dass die Leute auf eine so extrem lange Route, Balkanroute, mit der gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer gezwungen wurden. Das war ja Kalkül. Man hätte die ja von Anfang an und immer aus den Lagern abholen können mit dem Flugzeug. Man hatte eben gehofft, sie würden nicht kommen. Das hat man einkalkuliert? Ja, aber das natürlich, das ist doch offensichtlich, dass man versucht hat, die Kosten für die Flucht, das heißt die Kosten für die Schlepper, so hoch zu treiben, dass möglichst wenig kommen. Jetzt hat man aber festgestellt, also das funktioniert so nicht. Die kommen trotzdem, weil sie so verzweifelt sind. Das aber genau zeigt, selbst wenn man es jetzt noch komplizierter macht, indem man Zäune errichtet, sie werden trotzdem kommen. Sie sind so verzweifelt, sie werden kommen. Das ist eine riesige Herausforderung für Europa. Und die Signale, die aus Brüssel kommen, die sind, wir müssen jetzt weitermachen. Wir müssen unsere Pläne, wie wir sie bisher hatten, irgendwie versuchen umzusetzen und uns zusammenzuraufen. Wir haben mal angeschaut, wie weit man eigentlich bisher gekommen ist, auch mit dem Plan, auf den Angela Merkel so lange gesetzt hat. Beispiel Türkei. 3 Milliarden Euro hat die Europäische Union dem Land versprochen, damit es Flüchtlinge von der EU fernhält. Doch die Summe kommt nicht zusammen. Vor allem Italien blockiert. Eine Folge: Die Türkei tut zu wenig bei der Grenzsicherung. Auf einer schmalen Meerenge in der Ägäis herrschen nicht Recht und Gesetz, sondern dort herrschen die Schlepper und Schmuggler. Beispiel Hotspots. Ende 2015 sollten in Griechenland 5 Aufnahmezentren einsatzfähig sein. Bis jetzt funktioniert laut EU-Kommission lediglich ein Hotspot auf Lesbos. In Italien werden Flüchtlinge in 2 Zentren registriert, von geplanten 6. Beispiel Umverteilung. 160.000 Flüchtlinge sollen zur Entlastung Griechenlands und Italiens auf andere EU-Länder verteilt werden. Bis jetzt sind es wenige hundert. Warum funktioniert die europäische Solidarität nicht? Wollen die anderen Mitgliedstaaten Deutschland abstrafen für seine Vormachtstellung in Europa? Auch eine sehr unangenehme Frage, Andreas Kluth. Geht es hier auch um innereuropäische Rivalitäten und vielleicht sowas wie Rache? Also Rache glaube ich nicht, aber es ist interessant, dieser innereuropäische Aspekt. Es gab ja bis zum Anfang dieser Flüchtlingskrise, als es mehr um die Euro-Krise ging, ein großes Gespräch, vor allem im Ausland, auch im englischsprachigen Ausland, zum Beispiel in der Presse wie in unserer, über die deutsche Hegemonie, diese Leadership oder Führungsrolle Deutschlands und ob das mit dem europäischen Gedanken vereinbar ist. Sehr interessant, dass in diesem Fall ist sozusagen der Gegenbeweis. Also jetzt wollte einmal im September Angela Merkel wirklich ganz offen eine Führungsrolle in Europa übernehmen mit einer Vision, wo sie anderen Länder hinter sich versammelt und es hat nicht geklappt. Ich glaube, sie war selber und ihre Berater überrascht, wie sehr Europa sie abblitzen hat lassen.
Und das heißt sozusagen diese Narrative, die wir davor hatten, dass Deutschland ein Hegemon ist, das haben wir damit schon mal widerlegt. Jetzt ist die Frage natürlich die Stellungnahme der verschiedenen Länder. Das hat, glaube ich, ja, in Polen ist durch die Wahl eine neue Situation eingetreten. Da gibt es antideutsche Gefühle. Aber ich glaube, im Osten Europas, auch im Osten Deutschlands, also alles, was hinter dem Eisernen Vorhang lag einmal, hat einfach eine andere Geschichte durchgemacht mit einem anderen, die sind in einer anderen Phase der nationalen Identitätsfindung selber, sodass die mit Flüchtlingen, mit Multikulti nicht so zurechtkommen wie der Westen Europas, der es schon länger geübt hat. Und ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass vor allem der Osten einfach sagt, nein, das können wir uns nicht leisten, sonst würden wir haben gerade erst angefangen, Tschechen, Slowaken, Slowenen und so weiter zu werden. Wir können jetzt nicht einfach viele muslimische Männer aufnehmen. Welchen Ausweg gibt es, Ulrike Herrmann? Ja, also die besten Lösungen wären natürlich, der Krieg in Syrien endet. Also wenn man das erreichen könnte, dass da eine demokratisch gewählte Regierung wäre, würden die meisten Syrer sofort zurückgehen. Die sind ja nicht hier freiwillig, nicht? Sondern nach dem Motto, wir wollten schon immer mal nach Deutschland kommen und sehen, wie es hier aussieht. Die würden sofort zurückgehen. Also das Beste wäre der Krieg. Und haben Sie da Hoffnung, dass auch ehrlich gesagt nicht. Also auch sogar Friedenskonferenzen, auch wenn jetzt mehr Teilnehmer mit am Tisch sitzen, mehr Konfliktparteien? Nee, das Problem ist ja, dass die drei Regionalmächte, Iran, Saudi-Arabien und die Türkei, versuchen im Irak und in Syrien rauszufinden, wer jetzt der Mächtigste ist. Und es ist eben sehr wahrscheinlich, dass sie noch 10 Jahre brauchen, um zu merken, dass sie alle drei genau gleich stark sind. Und dass das niemals was wird, das auf dem Schlachtfeld zu entscheiden, sondern dass sie sich einigen müssen, dass sie verhandeln müssen. Das kann doch sehr lange dauern. Die zweite beste Lösung wäre, wenn man eben nicht an den Frieden in Syrien glaubt, dass man tatsächlich die Länder vor Ort und die Lager vor Ort, also Türkei, Jordanien, Libanon, unterstützt, wenn sie Syrer aufnehmen und in ihre Gesellschaften integrieren. Und einen Teil der Syrer werden wir nehmen müssen. Das ist auch ganz klar. Also 400.000 pro Jahr müssten drin sein. Alan Posener, wenn jetzt also die ganz große Lösung, nämlich den Krieg in Syrien zu beenden, nicht so nahe steht, müssen sich die Europäer mehr zusammenreißen? Erstens würde ich mich fragen, ob wir nicht wirklich mehr in Syrien tun können. Natürlich ist es eine höchst unproduktive Haltung zu sagen, ach, das sind die Saudis, das sind die Iraner, das ist die Türkei und die alle kabbeln sich. Wir haben Verbündete in der Region, die Türkei ist NATO-Mitglied, wir haben langjährige Freunde, das sind die Saudi-Arabier und wir haben ein Land, das da Unruhe stiftet ist und das ist Iran, das zusammen ist mit Russland. Und wenn wir uns zusammenhalten mit unseren Freunden und Verbündeten, dann können wir dort wirklich eine Machtposition und einen Frieden erzwingen. Wenn wir uns aber so benehmen, als ob es alles irgendwie gleich schlechte Leute sind und wir halten uns da raus, dann werden wir genau das haben. Das ist das Resultat dieser Haltung, was wir jetzt haben. Das heißt, wir müssen viel entschiedener als Westen da auftreten. Und auch bereit sein, mit etwas unangenehmen Verbündeten aufzutreten. Aber wenn man entschieden auftreten will, dann muss man ja auch meistens besser einer Meinung sein. Wenn ich mir das jetzt anschaue, was wir bisher diskutiert haben, dann ist das ja weder in der EU so, noch in Deutschland, noch in der Regierungskoalition. Sagen Sie mir, welche kleineren Schritte es vielleicht gibt. Gibt es Koalitionen, an die wir noch nicht denken? Gibt es Vermittler? Gibt es, ja... Ja, nun, erstens, es kommt, wie es kommen wird, wie wir alle gesagt haben, Grenzen werden hochgehen, Kontingente werden vereinbart. Wir werden Abkommen mit der Türkei, mit Jordanien, mit anderen Ländern, mit Marokko, mit Algerien und so weiter haben. Auch Abkommen, die menschenrechtlich gesehen sehr schwierig ist, wenn man Algerien zu einem sicheren Drittstaat erklärt, Aber das genau schlägt ja jetzt zum Beispiel die Union vor. Ja, ne? Das wird auch kommen, weil wir dann einfach die Augen zumachen werden über die Tatsache, dass es ein Staat ist, der mitnichten sicher ist, wo überall Leute unterdrückt werden, weil wir in der Not sind. Das wird alles kommen und wir werden das irgendwie managen. Aber die Kosten werden ungeheuer hoch sein für die Europäische Union. Sehr viel höher, als wenn wir uns endlich zusammenreißen würden, dort unten in der Region etwas zu tun. Und dafür gibt es Bereitschaft, Großbritannien, Frankreich und so weiter. Wir sind ja nicht so schwach, wie wir immer so tun. Naja, aber man muss ja sagen, dass der Westen sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, sich in diese Länder einzumischen. Ich sage nur Afghanistan und Irak. So, und die Hoffnung, dass man jetzt in Syrien da bessere Erfahrungen macht als mit den beiden letzten Kriegen im Irak und in Afghanistan, diese Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht bei genau 0%. So, auch
Das Ende dieser Runde klingt etwas pessimistisch. Ich möchte trotzdem noch mal unsere Frage des Anfangs aufgreifen. Die Stimmung kippt. Hat Angela Merkel einen Plan B? Andreas Kluth, Sie hatten ja sogar von einem Plan C gesprochen. Nein, ich glaube, wir sind uns einig, was der Plan ist. Ich glaube, meine Analyse ist einfach, dass sie, wie das der Zeitplan aussieht. Und eben, es wird, ich glaube, wir könnten jetzt konkreter werden und sagen, die Grenzschließungen werden zwischen Ende Februar und Anfang März kommen. Alan Posener, wenn Sie schon es nicht mit Herrn Schröder halten, halten Sie es vielleicht mit Herrn Schäuble? Wird er der nächste Übergangskanzler vielleicht noch in diesem Jahr? Nein, auf gar keinen Fall. Angela Merkel macht das weiter schon allein deshalb, weil keiner ihrer Konkurrenten Lust hat, mit diesem Problem fertig. Es ist ja ähnlich wie mit diesem Problem fertig werden zu müssen, dann ist es auch verbraucht. Die werden Angela Merkel so lange im Kanzleramt lassen, bis es nicht mehr geht. Damit sie die ganzen, den ganzen Ärger abbekommt. Und dann kann jemand Neues, vielleicht Frau von der Leyen oder so, dann antreten und eine schwarz-grüne Koalition machen 2017. Ulrike Herrmann, haben Sie noch ein bisschen Hoffnung für uns? Ja, ich finde, es ist durchaus eine schöne Hoffnung, dass Angela Merkel auf jeden Fall durchhalten wird. Denn sie ist die fähigste Politikerin, die Deutschland hat. Also muss ich sagen, obwohl ich eigentlich für ein grünes Blatt schreibe. Ja, insofern was nicht viel heißt. Insofern ist es gut, dass Angela Merkel nicht gefährdet ist. Aus genau den Gründen, die Herr Posener beschrieben hat. Es gibt überhaupt gar keine Konkurrenten. Und keiner hat Lust, sich mit dem Flüchtlingsthema selber als Kanzler beschäftigen zu müssen. Insofern werden wir einfach weiter vorstellen. Weiter vorstellen. Und Sie können das verfolgen gerne jeden Donnerstag hier bei Quadriga, dem internationalen Talk. Ich möchte mich bedanken mal meinen Gästen, Frau Herrmann, Herrn Kluth und Herrn Posener. Und bei Ihnen natürlich fürs Zuschauen. Bitte sagen Sie uns, wie Ihnen all das gefällt. Sie können uns twittern, Sie können uns mailen, Sie können auch jederzeit anrufen. Wir sind hier in Berlin, freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.